875.000 Altersrenten im Jahr 2022 ausgezahlt. Rentenzahlbeträge im Schnitt erschreckend niedrig. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich schaue gerade hier in meinen Monitor, ich zeige Ihnen das dann auch gleich, in die Statistiken, in die Rentenstatistik der Deutschen Rentenversicherung für das Jahr 2022. Mich interessiert vor allen Dingen mal, wie viele Altersrenten im Jahr 2022 überhaupt neu dazugekommen sind und wie die Rentenzahlbeträge im Schnitt sind. Und ich habe Ihnen das einfach mal hier vorbereitet, dass Sie das mal sehen können, wie die Statistik der Deutschen Rentenversicherung hier dazu aussieht. Gucken wir uns das einfach mal gemeinsam an. Ich mache das auch noch ein bisschen größer, dass Sie das vielleicht dann auch noch ein bisschen besser sehen können. Genau, also wir haben hier diesen Statistikband der Deutschen Rentenversicherung. Das ist bei uns jetzt hier aufgeschlagen als PDF und da haben wir hier oben den Rentenzugang 2022, Renten nach dem SGB VI und zwar ohne Nullrenten. Das ist auch ganz klar. Und dann steigen wir einfach mal ein hier in die Altersrenten, Renten wegen Alters. Und da haben wir insgesamt im Jahr 2022 mit Stichtag 31.12.2022 874.994 Altersrenten. Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag der Altersrenten, alle Altersrenten zusammengefasst, beträgt 1058,06 € netto. Schauen wir uns das mal bei den einzelnen Rentenarten an, die Sie natürlich vielleicht auch kennen. Die Regelaltersrente ist die am meisten beantragte und bewilligte Rente mit 365.701 Renten. Da ist der durchschnittliche Rentenzahlbetrag 693,51 €. Hört sich nicht viel an. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die mit den 45 Jahren Wartezeit, das ist sozusagen die zweitbeliebteste Rentenart. Da haben wir 262.434 Altersrenten mit einem durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 1486,82 €. Dann, was sehr erstaunlich ist, noch so eine alte Altersrente wegen Arbeitslosigkeit nach Altersteilzeit. Da haben wir 543 Renten mit einem durchschnittlichen Zahlbetrag von 976 €. Dann Altersrenten für Frauen, die wurden offensichtlich hier auch noch bewilligt, 722 Renten mit 549 € und die Altersrente für langjährig Versicherte, das ist dann sozusagen die drittbeliebteste Altersrente in Deutschland mit 189.262 Rentenneuzugängen im Schnitt mit 1.118 €. Das ist die Rente, die man ab dem 63. Lebensjahr dann mit erheblichen Abschlägen bekommen kann. Dann haben wir noch 56.287 Altersrenten für schwerbehinderte Menschen. Die haben einen durchschnittlichen Zahlbetrag von 1232,07 €. Und dann ganz was Kurioses, wir haben sogar noch 45 Altersrenten, und zwar die Altersrenten für langjährig unter Tage Beschäftigte. Da gibt es dann einen entsprechenden Zahlbetrag in Höhe von 2469,24 €. Wenn wir uns hier oben bei den Renten wegen Alters die Zahlbeträge einfach mal angucken, die hier so aufgerufen sind, also vor allen Dingen hier diese Zahl, also diese Zahlbeträge im Schnitt, eine Rente wegen Alters im Zahlbetrag von 1058 € ist doch wirklich als Nettozahlbetrag verdächtig niedrig, ist schon fast an der Armutsgrenze in Deutschland. Dieser Zahlbetrag erfasst aber, wie Sie sehen, alle Altersrentenzahlbeträge, die da hier aufgefasst sind. Und dann hat man hier diesen Durchschnitt gebildet. Heraussticht die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Da kommen wir fast auf 1500 €. Und die Altersrente für langjährig Versicherte mit den hohen Abschlägen 1118 €. Das bei 35 Jahren Wartezeit oder Arbeitszeit ist auch nicht so sonderlich viel. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, so sieht mal eine Statistik aus. Und das können wir für uns, zumindest als Rentenberater, aus dieser Statistik ableiten, dass die Rentenzahlbeträge für deutsche Altersrenten extrem niedrig sind, obwohl die Menschen in Deutschland wirklich sehr, sehr fleißig sind und viele Jahre gearbeitet haben und trotzdem so wenig Rente bekommen. Deshalb stehen wir ja auch für eine Mindestrente von wenigstens 1200 € monatlich als Zahlbetrag, damit man in Würde und
nicht in Armut in Deutschland leben kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.